Der Landtag debattierte heute auch das umstrittene Freihandelsabkommen CETA, das die EU mit Kanada ausgehandelt hat. Vor dem Landeshaus demonstrierte deshalb das Bündnis Volksinitiative Schleswig-Holstein stoppt CETA vor dem Landeshaus. Die Forderung des Bündnisses an den Landtag, sich bei der Landesregierung für die Ablehnung des Wirtschafts- und Handelsabkommens im Bundesrat einzusetzen. Bislang haben die CETA-Gegner bereits 18.000 von 20.000 erforderlichen Unterschriften für eine Volksinitiative in Schleswig-Holstein gesammelt.